Weiter geht's, wir spielen mit Kanada und Civilization 6 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Liebe Grüße an euch alle und es geht weiter mit den Kanadiern, mit Eishockey und wir starten gleich mal die nächste Runde. Um die Annehmlichkeiten haben wir uns gekümmert. Ranger kann befördert werden, machen wir nächste Runde und hier oben haben wir ein cooles Naturwunder entdeckt. Wir starten in die nächste Runde und entdecken jetzt die Industrialisierung. Schweden hat einen Barbaren-Außenposten entfernt. Die Mali sind jetzt eine Theokratie, echt? Oh. Und ein neuer Barbaren-Außenposten entsteht. Ich denke, die Menschheit hat zu Beginn der industriellen Revolution einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns auf mechanische Dinge gestürzt. Die Menschen fühlen sich nur kreativ, wenn sie ihre Hände benutzen. So sieht's aus. Kohle freigeschaltet. Unsere Minen bringen eine Produktion mehr und wir können Fabriken und Kohlekraftwerke bauen. Machen das auch. Erstmal geguckt, neue Forschung. Haben wir gesagt, wir könnten Raffinerie nehmen, damit wir auch wissen, wo Öl ist oder Chemie. Ich würde sagen, wir wollen forschungstechnisch immer weiter mit da vorne mit dabei sein und bleiben. Und unsere coolen Campusbezirke noch weiter ausbauen. Deshalb nehme ich mal das Forschungslabor. Als nächstes eine Stufe 2 Allianz brauchen wir. Da schauen wir mal, ob wir die schnell bekämen. Hier dauert das noch 15 Runden. Hier dauert das noch länger. Oh, hier dauert das ganz lange. Also ich würde nicht so lange warten wollen auf die Chemie tatsächlich. Deshalb ziehe ich das mal vor, auch wenn wir auf das Heureka verzichten. Jetzt schauen wir mal, wo Kohle ist. Hier haben wir, hier in Rocklos haben wir Kohle entdeckt. Dort, wo es keine Röcke mehr gibt, da brauchen wir einen Handwerker. Jetzt haben wir keinen mehr hier vor Ort. Okay, ich setze uns mal einen Pin. Hier wollen wir eine Mine bauen. Wo haben wir denn noch was entdeckt? Hier unten. Ah, da können wir unseren Handwerker direkt hinschicken. Der kann das Sägewerk entfernen und direkt eine Mine auf das Waldgeländefeld setzen. Sehr schön. Und hinein hier oben in Panama. Für Panama brauchen wir auch noch einen neuen Namen. Der hat noch eine Aktion. Aber es wäre schon cool, ne? Noch mehr Kohle gewinnen. Feld wird auch bewirtschaftet. Der kann dann nicht reparieren. Vielleicht nehmen wir tatsächlich auch nochmal gleich eine Handwerkerkarte rein und kaufen ein bisschen uns Handwerker neu. Wir ziehen die mal hier rüber. Okay. Ansonsten bekommen wir hier oben noch nichts. Haben unsere Stadtstaaten Kohle? Einmal geschaut. Der hat nur Pferde. Der hat vieles, aber keine Pferde. Ja. Okay, unsere Stadtstaaten haben keine Kohle. Also wir müssen uns schon die Kohle selbst holen. Okay, das war die Kohle. Stadtmauern abgeschlossen. Inzwischen schon 32 diplomatische Gunst. Sehr cool. Dann bauen wir als nächstes Tempel, bringt uns mehr Glauben. Kaserne. Wir wollen ja hier einen großen General uns holen. Und Schweden wird uns hier davonziehen. Sollen wir uns den jetzt schon holen, Leute? Wollen wir unser ganzen Glauben ausgeben für den großen General? Dann bekommen wir einen Gesandten mehr in Buenos Aires. Wichtiger Stadtstaat für uns. Wir haben auch nur 4 Gesandte dort. Wir sind auch die einzigen, Gott sei Dank. Aber wir könnten dann Armani woanders hinziehen, möglicherweise. Ja, kaufen, schreibt Hannibal. Okay. Alle, einmal kaufen. Wofür könnten wir noch unseren Glauben ausgeben? Also wir könnten natürlich irgendwann eigentlich Nationalparks errichten, aber da haben wir ja als Kanadier den Mountie, das ist eine Einheit, die kann auch die Nationalparks errichten. Wir haben ansonsten keinen Bonus, der uns irgendwas Gescheites mit Glauben kaufen lässt. Dann würde ich sagen, geben wir den Glauben aus für einen großen General. Und hier ist er. Und wir haben einen neuen Gesandten bekommen in Buenos Aires. Das ist sehr hübsch. Und Christina diesen General weggeschnappt. Oh, guckt mal, Christina kann sich direkt den nächsten holen. Der ist jetzt günstiger als der vorige. Ach, das ist ja spannend. Da
Da bekommt dann eine Stadt mehr Loyalität. Okay. Hey, Dragonblade. Liebe Grüße an dich. Kaserne oder Tempel? Das sind 10% mehr an Glauben. Hier sind das 5% mehr Produktion. Dann würde ich mal den Glauben vorziehen. Hier haben wir auch Renaissance-Mauern gebaut, deshalb sind wir jetzt hier oben so stark bei der diplomatischen Gunst. Können und sollten auf jeden Fall noch einen Bezirk setzen. Wir wollen ja überall unsere alchemistischen Gesellschaften bauen. Das heißt, Campus ist eigentlich Pflicht. Bringt hier nur einen Einer Nachbarschaftsbonus. Hier einen Zweier immerhin. Aber wir müssen viel kaputt machen. Ah, das bin ich eigentlich nicht bereit, kaputt zu machen. Das hier ist ein Sägewerk. Wir können auch einen Theaterplatz bauen. Okay. Hafen können wir hier oben hinsetzen. Heilige Städte, Lager, Industriegebiete. Ah, bringt auch nicht so viel. Diplomatenviertel. Oh, noch mehr Einflusspunkte für unsere Gesandten. Wir wollen ja viele Gesandten haben, viele Stadtstaaten. Da gibt es dann 3 mehr pro Runde. Aktuell sogar 4,5, weil wir die Monarchie haben und dann 50% mehr Einflusspunkte haben. 4,5 mehr. Ja, das wäre schon ordentlich. Das wären 35% mehr. Dann nehmen wir als nächstes auf jeden Fall die Botschaftskanzlei. Aber ich würde schon gerne nochmal einen Bezirk platzieren, denn wir können momentan einen weiteren bauen, in neue Runden sogar noch einen. Und dann sind die Produktionskosten eingefroren. Dann setze ich mal einen Campus hier hin. Und ich mache uns mal einen Pin, dass wir hier noch einen weiteren Bezirk daneben setzen. Das ist dann ein Dreieck, die boosten sich dann. Dann haben wir hier immerhin einen Zweier-Nachbarschaftsbonus. Bauen aber als erstes die Botschaftskanzlei. Können uns auch gleich was mit Glauben kaufen. Hier haben wir auch Renaissance-Mauern fertiggestellt, zauberhaft. Ansonsten können wir nicht so wirklich viel bauen. Dann bauen wir mal den Schrein, bringt uns auch mehr Glauben. Hier oben wollen wir ja Richtung Bonusdorf. Vielleicht können wir mit denen ja hier von Süden aus uns ranschleichen. Hier können wir killen. Haben uns immer noch nicht befördert. Wir killen mal ein Musketier. Zack. Weg ist der Musketier. War schön mit dir, liebes Musketierchen. Einmal geschaut, Mausoleum. Ich glaube, so langsam brauchen wir das gar nicht mehr zu prüfen, wann das kommt. Ob wir das hinkriegen. Immer noch keiner, kein anderer baut das. 2 Runden Taj Mahal. Jetzt sollten wir hier Chichen Itza verzögern. Hab mich gar nicht erinnert im Chat. Leute, ihr müsst aufpassen. Wir wollen doch hier nicht Zeitalterpunkte verschenken. Wir sind die Einzigen, die das fast fertig gebaut haben. Das bringt uns viel. Das bringt uns nochmal mächtig mehr Kultur und Produktion in der Stadt. Ich würde sagen, aber wir stellen es trotzdem nach hinten und bauen mal die Bank. Zumindest ein paar Runden an, denn wir wollen ja hier noch Big Ben bauen. Big Ben bringt uns erstmal mehr Gold. 50% unserer Staatskasse wird dann da on top gepackt. Und wir bekommen einen Wirtschaftspolitikplatz. Wir stellen das mal so rum ein. Wir müssen es nur noch dann wechseln zur Gegebenheit. Hat der Chat. Ich habe nichts gesehen auf Bowman. Ich lese ja den Chat, wie ihr wisst, ganz, ganz aktiv. Ich habe nichts gesehen. Hier wollen wir nochmal einen Bauernhof bauen. Wir haben einen Zeitalterpunkt bekommen, weil wir uns den großen General geholt haben. Wo ist der denn? Ist das der hier? Könnte sein, ne? Dass der das ist. Ich glaube, der ist das. Schauen wir mal eine Runde weiter. So. Mal sehen, was hier noch passiert. Ein Musketier d'Artagnan könnten wir benennen. Oh, das ist auch eine hübsche Idee. Nach
D'Artagnan. Das wäre eher französisch. Aber wir Kanadier sprechen ja auch französisch. Oh. Schon wieder eine Flut hier. Also das hier ist ein Überflutungsgebiet vor dem Herrn. Ein Geländefeld kaputt gegangen, 4 geboostet. Sieht so aus, als sei dieser Bauernhof hier jetzt kaputt gegangen. Oh, müssen wir wieder reparieren. Und sollen andere sagen, was sie wollen, aber die Blüte der Moderne begann mit der Entdeckung der Mobilisierung von uns durch Kanada. Wenn sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Ja, jetzt kann ich ja sagen, Leute, der nächste Krieg kommt. Wir haben die ganze Zeit über Frieden gesprochen. Jetzt, wo wir die Mobilisierung haben und Armeen gründen können, wollen wir Krieg führen gegen Simon Bolivar. Will der vielleicht unser Freund werden? Er will immer noch nicht unser Freund werden. Aber wir können ihm auch kein Krieg erklären. Ihr seht es, als Kanadier können wir keinen Überraschungskrieg erklären. Das heißt, schade, schade, ich hätte so gerne mit euch jetzt Krieg geführt mit der Mobilisierung. Es geht leider nicht. Es geht leider nicht. Aber wir können Politikkarten ändern. Erstmal geschaut, welche weitere Ausrichtung wir uns nehmen. Forschung für Totalitarismus und Faschismus wollen wir eher nicht haben. Demokratie. Ja, zauberhaft. 4 Nahrung, 4 Produktion für Städte, wo wir Suzerän sind. Und wir haben ja alle unsere Handelswege darauf getrimmt, darauf zu unseren Suzerän Stadtstaaten zu schicken. Das würde uns was bringen. Allianzen steigen schneller, bringen uns auch mehr diplomatische Gunst. Das brauchen wir nicht. New Deal ist auch cool. Mehr Wohnraum, mehr Annehmlichkeiten. Wie geht's denn dahin? Oh, da müssen wir hier unten weiter. Da wollen wir erstmal noch warten, bis wir das archäologische Museum gebaut haben. Hier müssen wir auch irgendwann weitergehen. Brauchen wir den Totalitarismus? Einkaufszentrum macht keinen Sinn. Hier würden wir unsere Handelswege noch weiter boosten. Dafür brauchen wir aber erstmal ein bisschen mehr Platz. Große Händlerpunkte. Dann nehme ich mal das Atomprogramm. Vielleicht kriegen wir ja nochmal hier einen Platz für eine coole Politikkarte. Haben wir schon das monarchische Vermächtnis? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir haben hier in Schottendicht noch nicht die Kapelle des Großmeisters, den Geheimdienst oder wir bauen natürlich das Außenministerium, was uns nochmal 3 mehr diplomatische Gunst mehr bringt. Da müssen wir tatsächlich auch ein bisschen drauf warten. Ist also, vielleicht klappt das ganz gut. 6 Runden Casa de Contratation. In 18 Runden wären wir dann fertig. Für die Demokratie. Hier brauchen wir mal auf dem direkten Weg geschaut. 6 Runden, 11 Runden. Ja, 15 Runden. Das würde sogar ganz gut passen. Wir ziehen mal Atomprogramm durch und dann können wir hier als nächstes bauen. Wir können es auch schon mal einstellen. Wir können es auch schon mal einstellen, ein Außenministerium. Das können wir uns nicht kaufen, aber wir haben viel Gold. Und ich möchte uns gerne ein Amphitheater gönnen. Und kaufen uns das auch mal für 600 Gold. Da ist es. Denn wir sind hier in Bologna Suzerän und durch das Amphitheater bekommen wir jetzt nochmal einen großen Künstler, einen großen Musikerpunkt dazu. Und das, obwohl wir noch gar kein Sendezentrum gebaut haben, sorgt dafür, dass wir jetzt hier tatsächlich vorangehen, haben deutlich mehr als Gallien und die ersten Künstler und Musiker, die werden wahrscheinlich zu uns kommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Eine neue Produktion muss hier gewählt werden, in Rocklos. Ja, Handwerker, dauert 6 Runden, 5 Runden lang Atomprogramm, das dauert zu lange. Handwerker kaufen ist teuer. Dann machen wir das jetzt nicht mit dem Handwerker. Arena hinterher, Kornspeicher, nochmal eine Nahrung mehr. 5er Nahrungsplus, dann hätten wir 6. Naja, Wohnraum brauchen wir nicht zwingend. Militärakademie bringt Zaps. Ich mach mal die Arena. Da bekommen wir eine Kultur und einmal mehr Annehmlichkeiten. Hier müssen wir jetzt wieder reparieren und müssen sogar den Bauernhof komplett neu errichten. Das tut weh. Aua, aua, aua.
sollten das auch tun. Dann ist der Handwerker futsch. Also wir brauchen mehr Handwerker. Hier müssen wir auch einen neuen bauen. Was bauen wir denn hier in Scone? Campus ist abgeschlossen. Oh, dann können wir auch kaufen. Eine Bibliothek. Sofort gebaut. 5 mehr Wissenschaft. Und dann weiß ich schon, werden wir auf jeden Fall... Ah, alchemistische Gesellschaft dauert lange. Das könnten wir uns schneller kaufen in bereits 7 Runden. Dann würde ich doch sagen, bauen wir vielleicht das Industriegebiet hier hin. Das können wir uns nicht kaufen. Und von Sir William Wallace aus könnten wir einen Staudamm errichten. Der dauert 26 Runden. Ja. Der würde auch, glaube ich, beide Flüsse schützen. Dann könnten wir das Geländefeld hier uns aufsparen. Dann bauen wir das von Sir William Wallace aus. Hier haben wir 20 Produktion, hier haben wir nur 11 Produktion. Dann bauen wir hier das Industriegebiet. Oh, das gehört uns noch gar nicht. Klauen wir uns mal dazu das Geländefeld. Und das bekommt 2 durch diesen dieses coole Feld mit der Leylinie. Dann nochmal 2 von Staudamm. Und weil dann hier 2 Bezirke nebenan stehen, hätten wir dann 5. Momentan erstmal nur... Achso. Die wollte ich nicht bauen. Sah so ähnlich aus wie das Industriegebiet. Erstmal ein 3er Nachbarschaftsbonus. Oh, dann haben wir sogar einen 6er Nachbarschaftsbonus hier. Habe ich ganz übersehen, dass man ja hier noch eine strategische Ressource hat. Sehr schön. Der linke Fluss grenzt nur mit einem Feld an den Staudamm. Ja, aber es ist ja trotzdem an den Rand gebaut. Meinst du nicht, dass er dann trotzdem den Fluss schützt? Staudamm mit Militärpionier boosten. Wo können wir denn einen bauen? Hier haben wir nichts ausgebaut. Im Lager. Haben wir hier eine... Hier haben wir auch nichts ausgebaut. Hier haben wir eine Waffenkammer. Dann könnten wir uns hier einen Militärpionier holen. Das finde ich ganz cool. Dauert auch nur 7 Runden. Ziehen wir mal vor. Ein Militärpionier, bitte. Coole Idee von Dschungelschleichix. Danke dir. So, jetzt können wir uns nochmal überlegen, welchen Gouverneurstil wir uns holen. Also Markus finde ich noch immer nicht interessant. Ich glaube, da würde ich erstmal noch warten und zum Beispiel die Spendien holen für Pingala. Pingala ist hier in einer Stadt, wo wir viele, viele Bezirke haben und dementsprechend auch mächtig viele große Persönlichkeitspunkte produzieren. Da nehme ich jetzt gleich doppelt so viele. Und insofern würde ich mal erstmal sagen, wir ziehen mal Pingala vor. Wir bekommen ja demnächst 3 Gouverneurstitel, sobald hier Casa de Contratación fertiggestellt ist. In 6 Runden haben wir da ganz viele. In einer Runde Taj Mahal. Oh, das wird hübsch. Leute, Leute, das wird ganz hübsch. Den brauchen wir hier eigentlich nicht. Den können wir schon mal transferieren. Den können wir mal transferieren. Den brauchen wir, wenn, dann hier vielleicht für die Freiheitsstatue. Wenn wir da unter Druck stehen. Ein großer General. Der bringt erstmal mehr Kampfstärke. Und wenn wir eine Front haben, dann hätten wir die ja natürlich hier oben. Deshalb ziehen wir mal... Jetzt komme ich hier wieder nicht mehr raus. Oh nein. Ich will keinen Bewegungsbefehl geben. Abbrechen. So. Ich will den transferieren. Der kann sich nämlich beamen direkt nach Panama. Sehr schön. Den lösen wir einmal auf. Wir müssen demnächst tatsächlich mal nochmal so eine Händlerrunde machen. Entschuldigung, eine Handwerkerrunde. Hier gehen wir mal weiter an die Küste. Oh, hier kommt eine Bombarde. Wollen wir die Bombarde erst abschießen? Ah, die kann auch warten. Kommt. Wir gehen mal erstmal Richtung Bonusdorf. Ich bin neugierig, was es hier oben gibt. Oh, hier ist ein großer Händler. Wer ist denn das? Okay, den Namen kann ich nicht aussprechen. Aber der wird offensichtlich zum Scouten eingesetzt. In Mittler. Wo haben wir einen Spion hingeschickt? Wir wollen einen Skandal erfinden und wir haben eine 74-prozentige Erfolgschance. Das machen wir auf jeden Fall. 21%, dass es scheitert. Und 5%, dass der Spion gefangen genommen wird oder getötet wird. Okay.
Hier wollen wir eine Mine gründen. Auch der ist dann weg. Wir brauchen dann mehr Handwerker. Haben keinen Reparateur mehr vor Ort. Auch hier könnten wir mal uns überlegen, dass wir an passender Stelle vielleicht hierhin einen Staudamm hinsetzen. Und dann könnten wir auf dieses Geländefeld, das nur 3 Nahrung bringt, könnten wir vielleicht sogar dann ein Industriegebiet errichten, das uns 2 vom Staudamm ausgibt, 1 für die strategische Ressource und 1 für 2 angrenzende Bezirke. Aber ich überlege gerade. Tooltip, bitte kommen. 3 Nahrung, 3 Nahrung. Ah, es tut sich nichts. Wir können das einmal nach links verschieben, Leute. Ich puzzle mal noch einmal rum. Ich kann mir das so rum besser vorstellen. So. Und der bringt dann 4. Dann haben wir nämlich noch ein Geländefeld, was noch weiter geboostet werden kann. Ein Überschwemmungsgebiet. Ist das hier auch ein Überschwemmungsgebiet? Das ist Schwemmland. Und nach Möglichkeit soll man ja vermeiden, dann auf den Schwemmlandfeldern Bezirke zu bauen. Das bringt genauso viel, wie wenn wir das nach rechts bauen. Wir können doch einen Kanal zur Stadt bauen. Oh, Antipathos, das wird ja interessant. Dann hätten wir sogar... Ah, da wieder alles zurück. Können wir hier einen Kanal hinbauen? Haben wir Kanäle schon erforscht? Ich glaube, Kanäle können wir noch nicht bauen, oder? Doch. Mal kurz geschaut, ob wir da einen Kanal hinbauen können. Ob das auch geht? Ja, das geht. Da machen wir das doch anders. Kanäle habe ich super lange nicht mehr gebaut. Und dann kann die Stadt vor allem auch cool direkt Wassereinheiten bauen. Dann bauen wir hier mal einen Kanal. So. Dann bauen wir hier das Industriegebiet hin. Und hier dann tatsächlich einen Staudamm. Und das Industriegebiet bringt dann 2, 4, 5, 6. Sehr cool. Und mit unserer Karte, die wir aktuell drin haben, wären es sogar 12. Da wird diese Stadt ganz, ganz mächtig werden. Überlegt euch das mal. Das wäre fast verdoppelt. Cool, cool, cool. Da müssen wir tatsächlich Militärpioniere hinschicken. Die können die dann schneller bauen. Das finde ich eine coole Idee. Machen wir auf jeden Fall. Ja, nichts da. Dschungelschleichig sind Runde 400. Wir sind in Runde... Was ist eigentlich unsere normale Runde? 241 oder so, ne? Ist, glaube ich, unsere Standardrunde für den Sieg. Meint ihr, wir schaffen das? Eine Punktlandung, Runde 241? Das muss schon nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn wir das hinbekommen. Fände ich sehr spannend. 237, okay. North Bowman weiß das. Hey, Inseljunge, danke für deine lieben Worte. Schön, dass es dir und euch gefällt. Und eine Runde weiter. In einer Runde kommt das Taj Mahal. Und wie das Taj Mahal dann aussieht, hier entsteht es, das sehen wir uns jetzt sofort auf Twitch an, auf YouTube bei der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Matsuman.